Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier wird sehr viel über Evaluation von Bundeswehreinsätzen gesprochen. Könnten wir einfach mal ganz ernsthaft uns anschauen, wie die konkrete Lage in den Gebieten ist, wohin wir die Bundeswehr schicken oder wohin Sie die Bundeswehr schicken und dann konkret Entscheidungen treffen? Ich habe den Eindruck bei den Debatten hier, es reden alle von Evaluation, aber zustimmen werden Sie auf jeden Fall. Sie wollen es dann doch nicht so genau wissen, was vor Ort ist. Wir als Linke gucken uns die Situation sehr genau an und kommen zu dem Schluss, konkret in Afghanistan. Das macht überhaupt keinen Sinn, dort Bundeswehrsoldaten hinzuschicken. Und deshalb sagen wir Nein zu diesem Einsatz. Wir sollen heute darüber entscheiden, dass bis zu 980 Bundeswehrsoldaten im Rahmen von Resolute Support nach Afghanistan geschickt werden. Die Situation selber in Afghanistan eskaliert immer weiter. Zu Jahresbeginn gibt es 350.000 Binnenflüchtlinge, die fliehen vor Gefechten zwischen Taliban und Sicherheitskräften, den sogenannten Sicherheitskräften, die innerhalb von Afghanistan fliehen. Das sind Zahlen der UN-Agentur OCHA. Allein der gesamte Norden Afghanistans ist inzwischen eine Region, wo garantiert die Sicherheitslage so ist, dass man sie als hochproblematisch einschätzen muss. Und das Ganze hat auch Gründe. Es werden nämlich die Bombardierungen, die es bis heute gibt, insbesondere der USA, umfangreich ausgebaut. Allein jetzt die letzten Monate 236 Angriffe pro Monat. Und ich kann nur sagen, die NATO hat nach Trumps Intervention entschieden, die Truppen aufzustocken. Das Ergebnis ist keine bessere Sicherheitslage, im Gegenteil. Wir als Linke sagen, diese Truppenausstockung war völlig falsch. Und wir sagen, wir wollen nicht Truppen aufgestockt bekommen, sondern wir wollen, dass sie abgezogen werden. Und die Ausbildung von Soldaten und Polizisten ist ja offensichtlich nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Sogar höchste afghanische Offiziere verkaufen Waffen, Treibstoff und Ausrüstung unter anderem an die Taliban. Und genau diejenigen sind ausgebildet worden von der Bundeswehr. Ich kann nur sagen, nein, das ist ein Bundeswehreinsatz, dem kann man in keinster Weise zustimmen. Wir sagen Nein zu diesem Einsatz, weil er politisch falsch ist und weil wir ihn grundsätzlich ablehnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die afghanische Armee hat allein 4.000 Soldaten verloren, die afghanische Polizei allein 5.000 Polizisten. Die sind entweder gefallen oder desertiert. Ich bin der Meinung, dass es einfach falsch ist, diesen Bundeswehreinsatz fortzusetzen. Wir als Linke werden ihn aus inhaltlichen Gründen ablehnen. Und lassen Sie mich noch abschließend eine Bemerkung machen. Aber abschließend. Wenn es tatsächlich so ist, dass diese Bundesregierung inzwischen bereit ist, Menschen wieder in diese Unsicherheitslage abzuschicken. Genau zu diesen Abschiebungen sagen wir genauso Nein als Linke. Wir sagen Nein zu den Auslandseinsätzen und zu den Abschiebungen nach Afghanistan. Das sind nämlich zwei Seiten einer Medaille. Vielen Dank, Kollege Pflüger. Nächster Redner in der Debatte, Dr. Tobias Lindner für Bündnis 90 Die Grünen.